Den Kompass wollten wir da mal gucken, wo es links geht. Sonst könnten wir mal gucken, ob wir mal auf mal links erkunden. Hier sind wir lang. Und gerade in die Richtung. Soll sich machen lassen. Gerade zum Armen. Wir können hoch. Mit Sachen zu klauen. Kommen wir aber gerade nicht hoch. Okay, irgendwo zwischen hier und hier. Okay, da müssen wir rein. Wie kommen wir da rein? Mit Huhn vielleicht? Ne, mit der Kralle. Kommen wir da hoch. Mhm. Noch holen. Mit dem Krähenhaken kommen wir noch hoch. Was? Lava-Schmuckstück. Okay. Verdammt. Was? Ich würde sterben. Ey, lass mich sterben. Haben wir das Ende schon herausgefordert? Oh, okay, kann man lang. Ich wollte den von vorne einfach nochmal von hinten nach vorne. So geht's auch. Nein, die Kralle brauche ich. Werden wir sehen. Das sieht gut aus. Aha, du hältst den Atomsprengkopf. Okay. Ich habe einen Atomkämpfer, Sprengkopf. Bin in Zug in die Stadt. Es ist noch jemand ein. Okay, kann ich nicht hoch. Irgendwo ein Gegner, den wir damit sprengen können. Nachdem er die traditionellen Abenteuer-Taktiken satt hatte, schloss Batman direkt an die Zerstörung der dunklen Nord an heranzugehen. Er war super effektiv. Luftschlag. Atomsprengkopf. 27 von 100. Sehr gut.
2 Monate später, als radioaktiv verseucht. Jahr 69, Tag 231. Batman kam nicht zur Ruhe, in dem Wissen, dass er die Festung in nur einem Monat wieder aufgebaut hatten. Dass sie die Festung wieder aufgebaut hatten. Diesmal würde er die Wurzeln des Problems angehen. Okay, wie viele Endings haben wir schon? 48. Na, 2 kriegen wir heute noch hin, dann haben wir die Hälfte. Haben wir Hinweise? Drachen mögen kein Schild. Okay. Wir haben hier ein Schild. Ich habe schon so eine Idee, zu was uns das bringt. So, wie kamen wir jetzt zum Drachen? Mit der Schaufel war das, du musst immer runter. Schützen wir uns wahrscheinlich gegen seinen Angriff. Schaufelinie. Schaufelu. Das sind nur wirklich Shovel Knight. Mit Schaufel und Schild. Auf zum Drachen. Doch, es geht eher darum, ihn frontal anzugreifen, aber was soll es? Ein Schild, ja, der Schild von Batman blockierte die Drachenflammen und wurde jedoch geschmolzen und in sein Gesicht gedrückt, wodurch eine schöne, aber schmerzhafte Maske entstand. Ja, Maske, Batman. Der Mann in der Stahlmaske. Genau der richtige Charakter hier. 29 von 100. Okay, eine Ending müssen wir noch machen. Dann haben wir die 50 voll. Batman gelang es, die Eisenmaske mit roher Gewalt zu entfernen. Das klingt Origin Story. Das klingt echt nach Origin Story. Er entfernte auch seine Augen. Okay. Lernte aber seine Umgebung mit seinem inneren Ki zu fühlen. Sehen wir das Böse. Blutige Augen. Das ist jetzt Kid Ika. Das ist, wie hieß der? Blinding Isaac. Ich glaube, der wird richtig geschrieben. Isaac. Müsste mal kurz googeln. The Blinding Isaac. Spiel, was niemals spielen werde. Ich meine, sagt niemals nie, aber ja, genauso wird er geschrieben. So. Hinweise. Weise deinen Glauben, oha. Brauchen wir mal den Kompass für. Mit Tränen. Press den Kompass. Und da muss ich lang. Statue müssen wir natürlich noch umarmen. Da müssen wir vielleicht hoch. Das war auch noch nicht gemacht haben, genügend Sachen abzugeben. Wenn wir den mit dem einen Tempel dort. Und das haben wir noch nicht gemacht. Versiegelte Kammer. Der legendäre dunkle Stein
Quelle dunkelste Dunkelheit wurde in dieser Kammer versiegelt, um ihn von unseren dunklen Feinden fernzuhalten. Die Antwort auf der oberen Kammer ist nicht, es noch einmal zu versuchen, sondern sich auf eine Wahl zu konzentrieren. Das legendäre Bier der Leckerheit, Quelle, viele Kalorien wurde in dieser Kammer versiegelt. Okay, muss das deine Ernährung zu streichen. Die kommen wir vielleicht da mal hoch, können wir das Rätsel einfach mal machen. Den Rest mal später gucken. Unsere Daumen später zu besiegen. Hier hast du den Kompass. Wir werden nie vier Items hier hinbringen. Sondern wir finden hier noch welche. Ah, wir können vielleicht hier zwei finden. Hier gibt es noch eine Flöte, die man holen kann. Möglich wäre das da, sich was zu bringen. Was wollte ich jetzt? Ich wollte in den Raum dort. Das war knapp. Nur ein Hinweis. Immun gegen Drachenflammen. Okay. Immun gegen Drachenflammen. Soll ich mit dem richtigen Skin da nochmal hingehen? Ah, mit dem Feuerding, da gab es doch so Lava-Dings-Zeugs. Unsere Glauben beweisen können wir gerade nicht. Machen wir mal später. Für diese Flöte gut, das weiß ich auch noch nicht. Können wir auch nochmal irgendwann raus. Über den Altar, um deine Gegenstände zu opfern. Mich hier jetzt nochmal mit. Und hier nochmal mit drei Items kämen. Können wir daraus was machen? Theoretisch durchaus machbar. Rätsel kommen wir jetzt nicht. Da brauchen wir das Ding mit dem den Greifhaken brauchen wir. Den brauchen wir dafür. Okay, Hinweis. Na komm, Nummer 50. Vergnügen nach dem Zufallsprinzip die Hebel zu drücken. Ja, es ist wahrscheinlich eine Kammer dort oben. Gibt es mehrere Endings. Einmal, wenn man es geschafft hat, kriegt man vielleicht auch noch ein Item. Zumindest ein Ending könnte es darum geben. Haben wir uns auch noch nicht runtergeschaufelt, soweit ich weiß. Okay, wie kommen wir da wieder hoch? Na toll. Zweifel. Ja, einfach. Selbstmord begehen.
Und da einfach noch ein bisschen weiter kommen. Okay, bis in die Mitte waren wir nie. So, wie kommen wir jetzt hier hoch? Das Huhn an uns nehmen und dann damit vielleicht darüber segeln. Und fordern wir ein Ende heraus. Wie ein Surfer, der im Hai hinterher schwimmt. Wahrscheinlich das. Dunkle Stein veranlasste Isaac, den falschen Hebel zu drücken, verwandelte seinen Körper in eine perfekte flache Matte. Schlechte Hebelwirkung. Ende 44. Yay. 4 Monate später. Ah, jetzt bin ich wieder das eklige Ding. Nachdem sich Isaac irgendwie erholt hatte, schloss er die Stimmen in seinem Kopf zu ignorieren, keine extreme Entscheidung mehr zu treffen und startete, und stattdessen einen Mittelweg auszustreben. Ich have the Kretto. Sehr schön.